Moin, mein Name ist Alvo, ich bin auf benachbarten Feldern und Wanderwegen unterwegs und heute möchte ich mit dir über draußen schlafen, Trekking, Wandern, allgemein Touren reden. Und dafür gebe ich dir meine Top 5 Tipps für Trekkingtouren, draußen schlafen und allgemein Wandern. Viel Spaß mit dem Video! Falls du Interesse allgemein an Ausrüstung und Packlisten hast, hier oben auf dem kleinen Ausrufezeichen findest du Videos zu allen möglichen Packlisten, ob es um Winter, Survival, Sommer, Herbst, Frühling und alles Mögliche geht. Einfach mal draufklicken. Bevor das Video beginnt, schreib mir gerne mal unten in die Kommentare, ob du eher ein Winter- und Herbstwanderer oder ein Sommer- und Frühlingswanderer bist. Da scheiden sich bekanntlich die Geister und da würde ich gerne mal deine Meinung zu erfahren. Sehr interessant. Tipp Nummer 1, den Wetterbereich abstecken. Ja, das ist tatsächlich ziemlich wichtig sogar. Also deshalb steht es auch auf Platz 1, wahrscheinlich weil es mit das Wichtigste ist, denn der Wetterbereich definiert fast alles von unserer Tour. Ob es nun eine Bushcraft, Trekking oder allgemein einfach nur Wandertour ohne draußen schlafen ist. Selbst bei einer Lost Places Tour ist es wichtig, den Temperaturbereich abzustecken. Vielleicht sogar noch mehr, falls man in einem sehr kalten Bunker unterwegs ist. Den Wetterbereich zu definieren ist sehr wichtig und dabei gibt es zwei ganz wesentliche Punkte. Zum einen Niederschlag, das bedeutet entweder Regen oder Schnee und natürlich den zu erwartenden Temperaturbereich und dabei ist am allerwichtigsten der Extrembereich. Wenn wir Regen oder Schnee haben, müssen wir uns und natürlich auch des Nachts, je nach Windstärke, die mit dem Regen einhergeht, davor schützen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, nehmen wir ein Poncho zum Beispiel mit oder reicht uns ein kleiner Regenschirm, weil es vielleicht nur ein kleiner Schauer von oben sein wird. Und je nachdem, wie stark zum Beispiel der Wind ist, kann es auch sein, dass ein Tarp nicht reicht, weil es zum Beispiel zur Seite reinwehen kann. Da gibt es aber natürlich auch verschiedene Aufbauvarianten. Einfach mal hier oben aufs Aufrufezeichen klicken. Da habe ich ein Video mit verschiedenen Tarp-Aufbauvarianten gemacht. Noch wichtiger ist natürlich auch der Temperaturbereich, denn der definiert auch, was für einen Schlafsack wir zum Beispiel mitnehmen und welche Kleidung wir den ganzen Tag übertragen werden. Eine ganz wichtige Sache möchte ich dabei anmerken, der Unterschied zwischen 20 und 15 Grad ist nicht so krass wie der Unterschied zwischen 0 und minus 5 Grad. Im Minusbereich ist jedes Minusgrad nochmal doppelt und dreifach so anstrengend und da musst du ganz besonders auf Ausrüstung achten, wenn du in einen Bereich kommst, der unter 5 Grad bzw. unter 0 Grad geht. Natürlich ist mir bewusst, dass Wettervorhersagen ungefähr so seriös sind wie Wirtschaftsvorhersagen, aber trotzdem können sie zumindest einen extremen Bereich abdecken, in dem du dich ungefähr aufhalten kannst. Rechne immer mit schlechterem Wetter, als es vorausgesagt ist, dann wirst du nicht enttäuscht, denn es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Nummer 2, dein Gewichtsziel abstecken. Das ist immer wichtiger, je länger du Trekking und Bushcraft-Touren und so weiter machst. Am Anfang nimmt man da noch nicht so viel Rücksicht drauf. Das kommt aber mit der Zeit, wenn du merkst, dass es deutlich angenehmer ist, vor allen Dingen, wenn es ums Fernwandern und Trekking allgemein geht, dass du deutlich weniger Gewicht hast. Ich bin zum Beispiel mal Teile vom Westweg gelaufen, die erste Hälfte mit ungefähr 27 und dann abnehmend, weil ich selbstversorgend sein wollte, bis 23 Kilo. Das war eine Erfahrung. Und ich sag mal so, ich habe in der Zeit ungefähr 10 Kilo abgenommen und das ist kein Scherz. Ich habe 10 Kilo abgenommen. Oh my goodness. Aber ich würde es niemals wieder in meinem Leben machen. Deshalb stecke ich mittlerweile Ziele ab, was Gewicht angeht. Das heißt, ich überlege mir vorher, welches Gewicht möchte ich ungefähr bei der und der Wetterlage mit mir dauerhaft rumschleppen. Normalerweise möchte ich nicht mehr mittlerweile als 12 Kilo dauerhaft mit mir rumschleppen. Außer natürlich, ich gehe auf ein Bushcraft-Camping-Treffen, wo ich wirklich nur noch 5 Kilometer hinwandern muss. Dann baue ich das ganze Wochenende auf und fahre dann wieder nach Hause. Es gibt ein paar Sachen, mit denen du sehr viel Gewicht einsparen kannst, die man am Anfang noch mitnimmt. Ein paar davon möchte ich dir jetzt nennen. Zum Beispiel dein Beil. Dein Beil brauchst du nicht normalerweise auf einer Mehrtagestour, beim Draußenschlafen relativ selten. Und wenn du weißt, dass du es brauchst, dann wirst du sowieso wahrscheinlich ein Camp haben und dann, naja, wirst du nicht so viel wandern, wie es zum Beispiel auf einer Trekkingtour üblich ist. Genauso verhält es sich mit einem riesigen Messer. Das kann man natürlich mitnehmen, wenn man das möchte, aber das hängt immer ein bisschen davon ab, was deine persönlichen Präferenzen sind. Natürlich kann ich aber empfehlen, immer ein kleineres Messer mitzunehmen, weil normalerweise braucht man nie so ein großes Messer, wie man mitnimmt. Und ein dritter Punkt ist, man fängt irgendwann an zu planen, mit Supermärkten und Ähnlichem auf dem Weg genau das Essen abzuwiegen. Wie viel Kalorien und Essen brauche ich ungefähr? Ja? Ich würde sagen, du solltest niemals unter 2000 Kalorien am Tag kommen. Das ist ungefähr mein
soll, was ich so an Essen dabei habe pro Tag, das versuche ich irgendwie mitzunehmen und zwar immer auf ungefähr 3 Tage. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich möchte genauso viel an Kalorien zu mir nehmen, wie ich verbrauche, also 8000 Kalorien. Das ist aber natürlich mega viel zu schleppen. Zur kurzen Info, ungefähr 8.000 bis teilweise 10.000 Kalorien verbraucht man auf einer 20 bis 30 Kilometer Wandertour mit einer gewissen Steigung pro Tag. Dein Gewichtsziel selber zu setzen und dann auch einzuhalten, wirst du mit der Zeit lernen und das ist auf jeden Fall der 2. Punkt auf meiner Liste. Nummer 3, checke deine Ausrüstung vorher und das ist kein Witz. Ich hatte zum Beispiel letztens eine Situation, in der ich weiß nicht mehr warum, aber von meinem Tarp die Abspannschnüre, also das Paracord, abgemacht habe. Und wir hatten zum Glück noch welches dabei, aber hätte ich keins dabei gehabt, hätte ich mein Tarp nicht aufspannen können. Das heißt, bevor du anfängst mit dem Packen, ist natürlich eine Packliste sehr wichtig. Da gibt es auch viele Videos von mir, da habe ich eben schon mal darauf verwiesen, auf das Ausrüstungszeichen. Und dann natürlich auch, dass deine Ausrüstung allgemein in einem guten Zustand ist. Jetzt kommt auch noch die Sirene. Was denn hier los? Nummer 4. Essen und Wasser planen. Und Essen habe ich gerade eben schon mal angesprochen. Es kann sehr gut sein, alle möglichen kleinen Dörfer vorher zu googeln, an denen man vorbeikommt, ob da vielleicht wenigstens ein Penny steht oder sonst irgendwas. Oder naja, inwieweit man Hüttenversorgung auch machen möchte. Das machen auch viele, die dann abends sich einquartieren auf einer Hütte, dann da essen und dann brauchen sie nur noch sozusagen Mittagessen über den Tag mitzunehmen, weil abends und morgens essen sie auf der Hütte. Gleichzeitig, das mache ich sehr oft, ist aber auch eine Supermarktplanung zumindest wichtig. Es gibt bestimmte Wanderwege, da hat man Abschnitte, wo man teilweise 3 Tage an keinem Supermarkt ohne großen Aufwand vorbeikommt, Stichwort Westweg. Auf dem Heidschnuckenweg zum Beispiel ist das deutlich einfacher, weil da ist es gar nicht so schwierig, einen Supermarkt zu finden. Trotzdem gibt es auch da Abschnitte, wo man teilweise 2 Tage nicht mehr an einem richtigen Supermarkt vorbeikommt. Zum Beispiel bei Undeloh, falls es irgendjemand interessiert. Noch viel wichtiger ist das Wasserplan. Wasserplan ist ein bisschen schwierig, weil es gibt zum Beispiel Quellen, die sind im Sommer versiegt und ähnliches. Ich würde einfach sagen, wenn du dir unsicher bist, nimm dir einen Wasserfilter mit, sodass du wenigstens eine Pfütze oder ein fließendes Gewässer im Gebirge irgendwie filtern kannst, um das zu trinken. Ansonsten füll an jeder Stelle, wo du nur irgendwie kannst und wenn es ein Vorgarten ist, an dem du irgendwie vorbeikommst und kurz nachfragst, ob du da am Gartenschlauch dein Wasser in der Flasche auffüllen kannst, einfach mal auf. Es kann nie verkehrt sein, zu viel Wasser dabei zu haben. Das Problem ist nur, wenn du zu wenig Wasser dabei hast. Ich hatte zum Beispiel mal einen Fall auf dem Westweg, da hatte ich zu wenig Wasser und hatte irgendwann Glück, dass es geregnet hat. Ich hatte tatsächlich fast einen Tag lang kein Wasser getrunken und hatte auch schon richtig Kopfschmerzen bekommen. Und dann fing es an zu prasseln wie Sau. Aber ich hatte meinen Poncho an und habe den vor mir gehalten, wie so eine Auffangplane und habe dann immer aus dem Poncho rausgetrunken, während ich gelaufen bin. Hat gut funktioniert, war wunderbar. Ich habe auch teilweise von Pflanzen abgetrunken vorher, die noch ein bisschen Tau hatten und solche Geschichten. Informiere dich am besten, weil Dehydrierung ist ein deutlich größeres Problem, als es zum Beispiel Verhungern ist. Nummer 5. Ein Punkt, der meiner Meinung nach relativ untergeht manchmal und das ist Hygiene Aufmerksamkeit schenken. Mit Hygiene meine ich nicht nur Duschen und Zähne putzen. Duschen kannst du ja sowieso auf Tour nicht machen, deshalb sind vielleicht biologisch abbaubare Tücher, wie ich sie letztens im Flotten Dreier mal vorgestellt habe, durchaus eine Alternative, sondern zum Beispiel auch, wenn du eine Entzündung hast, also eine Beta-Isodona-Salbe dabei haben, aber auch allgemein Medikamente. Das heißt, es kann zum Beispiel sehr wichtig sein, Schmerztabletten dabei zu haben, damit du halbwegs vernünftig wandern kannst. Denn wenn du einen riesigen Kopfschmerz, aus welchen Gründen auch immer, du kannst dich verlegen haben mit irgendwelchen Nerven und was weiß ich nicht alles, was passieren kann, dann kannst du eine Schmerztablette nehmen, zur Not auch 3, und kannst dann zumindest bis zum nächsten Dorf oder zur nächsten Sammelstelle, Nothofstelle, wenn es ganz schlimm ist, weiter wandern. Natürlich gehört in diesen ganzen Bereich auch das Notfallkit für Erste Hilfe und so weiter und so fort. Unter Hygiene zählt für mich zum Beispiel auch die allseits beliebte Hirschteilcreme, um dem Wolflaufen vorzubeugen und natürlich auch, um seine Füße mit Hirschteilcreme einzucremen, um damit auch Blasen zu vermeiden. Das heißt, den 5. Punkt Hygiene
Aufmerksamkeit schenken und damit natürlich auch deinen Medikamenten ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der von manchen ein bisschen vergessen wird. Und wie gesagt, Zähneputzen ist natürlich etwas Wichtiges, ja, auch für deine Mitmenschen, falls du da mal wieder in ein Dörfchen kommst und dich mit irgendjemandem unterhältst. Aber es ist nicht unbedingt der wichtigste Punkt. Es hängt aber auch ganz davon ab, in welcher Jahreszeit du unterwegs bist. Wenn du im Sommer unterwegs bist, ist es durchaus wichtiger, sich mal mit einem Tüchlein waschen zu können, falls du nur draußen schläfst die ganze Zeit. Weil glaube mir, nach 5 Tagen draußen schlafen, stinkst du wie Sau. Nein, doch. Oh. Das war meine Top 5 Tipps für deine nächste Trekking-, Wander- oder allgemein spontan Overnighter-Buschkraft-Tour. Wenn du noch andere Tipps hast, schreib sie mir gerne mal unten in die Kommentare. Ich freue mich immer auf weitere Informationen, die ich vielleicht selber noch nicht kenne, um mich weiterzuentwickeln als Outdoorer. Und ich bin mir sicher, dass auch einige Anfänger von deinem Wissen profitieren können. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da. Hier links und rechts oben findest du jetzt weitere Videos, zum Beispiel Trekkingtouren von mir. Einfach mal reinschalten, wenn du Bock drauf hast, dir sowas anzugucken. Hier unten findest du meinen kleinen Abonnieren-Button, falls du mich noch nicht abonniert hast. Und ansonsten sage ich tschüss, bis zum nächsten Video.